Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Oh, Scheiße! Das leih ich mir nur aus. Ich bring's vielleicht auch wieder. Ganz. Oder so. Elende Missgeburt, was soll das werden? Signet! What? 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 Und Santana! What? 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 Hey, ich bin's, euer Rilbo, und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir waren das letzte Mal beschäftigt mit der Schlange. Wir sind nach unserem heißen Abenteuer in dieser Badewelt, was auch immer, in diesem Badehaus, haben wir den Kollegen gekillt. Und ja, man hat immer noch den Anschein, oder immer wieder, wenn Bayek jemanden umbringt, dass Bayek was Falsches tut. Und ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich ernst nehmen sollten. Wir müssen jetzt mit Aya reden, also der Frau von Bayek, beziehungsweise Freundin, was auch immer, keine Ahnung, Gespielin, und werden vielleicht mehr erfahren, denn laut Quest sind wir jetzt alle 5 Hauptziele durch, was komisch ist, denn das waren jetzt gerade mal ein paar Stunden Spielzeit, also da steckt schon noch einiges dahinter. Entweder ist der Hauptgegner der Pharao, der dann wirklich die echte Schlange ist, oder jemand ganz anders. Wir wissen es nicht. Wir machen jetzt weiter und sehen uns bei Aya. Oh, sie wartet schon. Mein Liebster. Du liebe Zeit, die machen es schon wieder. Die Radios sind tot. Tja, das denken die, ne? Es war Eodoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Das kann's doch noch nicht gewesen sein, du liebe Zeit. Die tun's echt schon wieder, oh mein Gott! Die heiße Aya! Heiße Aya? Meine Frau. Meine Frau. Da, die macht jetzt mit ihr Rühreier oder so. Shit! Kann ich hier runter gucken? Nein? Oh, schade. Hey, wir haben die Aya-Quest abgeschlossen. Oh. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht. Und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Ja, der hat zwei beiden Geschlechtsverkehr zugesehen. Das ist doch normal, oder? Aya ist hier. Wer ist Aya? Bayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Was? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Oh, super. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Darf ich jetzt die Eiermumie suchen? Da. Was ist denn? Die Eiermumie. Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Wir dürfen jetzt einem Mumiengeist folgen, der hier irgendwo in der Gruft sein Unwesen treibt. Gibt's irgendwas für mich? Immer noch keine Spur von Aya. Ein Balken. Ein halber Balken. Das hat's, glaube ich, das letzte Mal auch gesagt. Keine Schmerztabletten mehr. Okay, wir folgen jetzt einfach mal dem Geist, der Erscheinung, was auch immer. Das war Bayek, meine ich, gell? Tritt er vor am Tag und ich geleite. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Ein Todessprung? Sie kennt ihn also schon. Wirklich tot? Oder überleben wir es? Oh ja, okay. Alles gut. Oh, gibt's hier irgendwas zum Sammeln? Nö. Immer noch keine Spur von Aya. Ja klar! Die wird wohl unter Wasser liegen, oder was? Verdammt, ist das kalt. Da ist sie. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja. Oh, was ein Zufall. Da ist die Klinge. Nee. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz
schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Hä, was treibt ihr jetzt? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Heißt also, ich gehe wieder. Was ist mit der Mumie jetzt hier? Okay, interagieren kann ich jetzt auch nicht mehr. Okay, wir gehen wieder hoch. Bleib doch oben, Mensch. So. Sind wir jetzt da? Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Gut, dann tu's doch. Beste TV-Show der Welt, der Stadt. Ja, was auch immer. Keine Ahnung. Wo geht's hier weiter? Jede andere Frau wäre dann nicht durch. Bäh. So. Ah, guck doch mal. Jetzt sind wir an so einem erhöhten Teil von der Höhle bei uns. Oh, in der Nähe. Von unserem, wie heißt der? Nicht Sam. Aber sowas ähnliches wie der Sam von Evil Within. Der Animus. Animus heißt er. Genau. Der Animus-Apparat. So, wir gehen wieder rein. Oh. Ich sag's doch. Der Animus hat Ayas DNA noch nicht verarbeitet. Gut. Gut. Was war das jetzt? Okay, anscheinend müssen wir noch warten. So, jetzt. Jetzt sollte alles passen. Die Schlange. Ja, die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Definitiv natürlich nicht. War er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Damn! Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra. Aber trifft zuerst deinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! muss ich jetzt schon wieder zurück? Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Okay. Hey! Ich hätte das so auf den Arsch geklatscht. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Ich darf auch noch zocken. Ich darf zocken beim Zocken. What? So, wir sind jetzt da. Aus dem Weg! Was bist du denn für einer? Was stimmt nicht mit dir? Hey! Was hast du hier verloren? Gib den Weg frei! Was stimmt ich hab nicht etwas mit dir? Gesehen. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, was passiert, wenn ich die provoziere, aber. Wir machen ihn fertig. Aus dem Weg! Hey! Du wirst sterben, hörst du mich? Ja, tut ihr jetzt auch was, oder? Wir sehen uns mal um. Nur um sicher zu gehen. Nö, okay, hey, gut. Was? Hat sich schon erledigt. Wir gehen jetzt weiter. Wir müssen. 200 Drachmen auf Prasina. Und mit dem Gewinn werde ich allen ein Bier ausgeben. Das geht nicht. Die Wetten sind zu einseitig. Alle setzen auf Prasina als Tribut an Ikarus. Dann sagen wir, Prasina gewinnt mit 2 Längen Vorsprung. Ah, die schließen ja die Wetten ab, oder? Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Hallo? Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Oh Mann. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst.
Sein Name war Ikarus. Mögen wir sowas? Wir schauen mal rein. What? Gut, ich bin jetzt mal in dieses Hippodrom rein. Und wir können uns hier Drachmen verdienen. Unsere wichtigste Währung hier in dem Spiel, glaube ich. Über Turniere, Zeitrennen und Freundesherausforderungen. Ich vermute mal, dass wir hier mit dem Pferd reiten müssen. Hier in dieser Arena oder was das ist. Wir probieren mal ein Turnier. Einfach so, Einführungsrennen. Ja, klar, warum nicht? Was gibt's hier? Erreiche die Bestzeit. Wir gehen ins Turnier. Führen das Einführungsrennen durch. Jetzt. Uuuuhui! Warum ist ja keine Sau da? Achso, das ist ja das Einführungsrennen. Okay. Ja! Wie cool ist das denn bitte? Wir fahren einen Streitwagen! Yo! Kann ich ja auch angreifen oder so? Ja! Schneller! Drift! Wie geil! Angreifen, genau. Ah, jetzt aber hier! Schneller! Was war nochmal, Driften war 4, glaube ich. Wow! Also das funktioniert noch nicht so ganz gut. Ich bin Zweiter. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Aber wir warten. Ah, doch noch ein Stück. Oh, und jetzt. Also so kann ich auch über die Kurve, aber... Was? Wie dichter ich hinterher fahre? Okay. Was machen wir denn? Holy shit! Oh! Fahre nicht mit einem Gegner, um auf seinen Streitwagen aufzufahren. Ach, ich kann den kaputt machen! Wie geil ist das denn bitte? Stier, du Ratte! Achso, nee, okay. Jetzt? Wow! Ich muss wieder hoch, drücke X, um den in den Wagen zu. Ah, ich drück doch! Was ist los? Was ist jetzt genau passiert? Ich hab's gerade gesehen. Kreis zum Rammen. Fahre neben deinem Gegner und zum Rammen. Okay. Ja, jetzt bin ich eh schon vorbei. Einfach nur Kreis drücken. Ah, eben. Ja, jetzt sieht's schon anders aus hier. Oh, seid ihr besoffen? Oh, shit. Yeah! Ah, Mist, R2 muss ich ja gedrückt halten. Scheiße. Okay, wir können also auffangen. Ramin! Yes! Nein! Boah! Da hat es einen voll zerlegt. Oh shit! Ich fahre jetzt mal normal um die Kurve, also ohne Drift. Das gibt's doch nicht. Wie kam der jetzt so schnell um die Kurve, ohne zu driften? So, jetzt aber hier. Na gut. Fahre neben einen Gegner um zu landen. Oh. Also wenn ich dann mit X raus beschleunige. Ah! Wow! Shit! Wenn ich mit X beschleunige, dann verhält sich die Kamera so komisch in der Kurve. Oh, scheiße! Oh, nur 3 Runden, scheiße. Alle weg! Rennens, das ja, definitiv. Lass mich durch, ich bin schaulustiger. Also ich merke, oh shit, diese Rammerei.
bringt hier überhaupt nichts. Ja! Jo! Nein! Scheiße, ich war Erster! Kacke! Die Verlierer werden tief in die Nacht über. Ja! Ich hab gewonnen! Oh, das war jetzt aber ein Kampf, ey! Meine Fresse! Yes! Oh, ich muss noch ein Rennen fahren. Okay. Das versuchen wir jetzt noch. Und dann machen wir wieder Story weiter. Jetzt weiß ich nämlich auch, wie man rammt hier. Oh! Die stellen jetzt noch so Teile auf. Und wieder einer gerammt. Ah, seht ihr, ich lerne dazu. Nur das habe ich noch mal zu drauf mit der Kurve. Das ist irgendwie noch ein bisschen ungewohnt, das Ganze. Nee. Ah, Mist, ich komme nicht dran zum Rammen. Aber das machen wir noch. Wo ist die Kurve? Hier. Yes! Mist! Nein! Scheiße! Zurück mit dir! Ah, verdammt! Wow! Die geben sich auch richtig da vorne. Jetzt komme ich doch mal vorbei, oder? Mist! Der Kerl ist verdammt schnell da! Aber ich nicht! Ich muss den jetzt rammen. Yes! Ah, nein! Ah, verdammt! Verdammt, ich muss an dem vorbei! Oh, jetzt aber schnell hier. Yes! Nein! Los! Oh, nein! So knapp! Aber wir sind Zweiter oder Dritter? Nee, wir sind sogar Erster in der Tabelle. What? Nee, Zweiter. Dritter? Erster? Ach, Erster. Hunde. Gut, wir meditieren jetzt und lassen es Nacht werden. Wir lassen es nackt werden, ja. Und jetzt sollte eigentlich auch... Ah, guck doch mal da. Da kommt unser Freund. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Das sehen wir dann. Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Der arme Kerl. Okay, tschüss. Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Ja. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Hab ich's gewusst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Hallo? Ich bin Bayek von Siva. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Okay, dann suchen wir den mal. Oh, das ging aber schnell. Okay. Dann... Ich kann mir doch sein Boot schnappen wahrscheinlich hier. Das leih ich mir nur aus. Ich bring's vielleicht auch wieder. Ganz. Oder so. Elende Missgeburt, was soll das werden? Okay. Er hat's gehört. Oder gesehen. Halt! Bleib stehen! Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ah, super! Zu spät! Tschüss! Wow! Ich hab das Ziel in Sicht! Nee, hast du nicht.
So, wir steigen jetzt einfach mal hier aus. Kreis war das. Au! Oh! Hey! Alarm! Mist, die sehen mich. Das war mir zu knapp. Ah, das ist der falsche Pfeil, Bogen. Hier. Hat das Ziel in sich. Nein, der hier. So. Mist. Nein, das ist nicht. Warum sehen die mich eigentlich? Also die KI ist manchmal etwas wir. Aber wir plündern sie einfach, weil wir es können. Ihr könnt mich doch gar nicht sehen hier. Da oben ist einer. Ich lass mal kurz hin. Den habe ich doch. Okay, da ist unser Gefangener. Noch nicht. Ah, okay, die suchen doch mal mehr. Zu zweit. Schlau, schlau. Jetzt hole ich mir aber den hier. Yes! Und weiter. Oh. Ich habe ganz vergessen, ich habe ja die Rauchbombe gekauft. Oder freigeschaltet. Und wir können jetzt nach einem Ausweichmanöver, können wir Dreieck drücken und dann schmeißt er eine Rauchbombe hin. Das ist eben aus Versehen passiert, wie ihr gesehen habt. Aber funktioniert ganz gut. Ist das geil. Sehr cool. Das war meine Scan-Fähigkeit, genau. Und da oben ist was. Hol mich hier raus! Yo! Hat der mich erschrocken? Ich hol dich ja schon. Was ist da drin? Munition. Munition und Munition. Hier soll irgendwo ein Schatz sein. Ah, das sind noch. Da treiben sich noch ein paar Gegner rum. Da ist der Schatz. Den hole ich mir auch noch. Mal schauen, bleibt da stehen, der gute Mann. Yo, er hat 1338 kassiert. Das war heftig. Leise, leise, leise. So, und der letzte. Manchmal tun sie mir ja leid, ne? Aber nur manchmal. Hey, nimm alles. Das hier auch. Und jetzt der hier. Und Abfahrt. Das ist jetzt, wie heißt der? Damastes. Damastes. So, Damastes. Was mit dir? Fertig gefahren jetzt. Bitte vergiss mich nicht. Und jetzt? Danke. Das war äußerst ungemütlich da drin. Du hast sie alle getötet. Bastarde, das hatten sie verdient. Ich hatte keine andere Wahl. Bring mich in Sicherheit. Dann reden wir. Wo ist das? Ich laufe jetzt einfach mal hinterher. Ah, da sind wir zu Hause. So, jetzt sprich mit mir. Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Och, wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Jetzt dürfen wir nochmal da raus. Mensch, ich glaube jetzt dieses Boot hier. Krieg ich jetzt wieder eine Schimpfe nachgeworfen? Nee, alles gut. Hat keiner gesehen. Abfahrt! Gut. Also doch mitten im Wasser. Was ein Scheiß. Im tiefen Wasser auch noch.
Wahrscheinlich kommen Krokodile, Nilpferde, sonst irgendwas. Ich frage mich, ob ich unter Wasser überhaupt meinen Bogen benutzen kann. Das habe ich noch gerade ausprobiert. So. Scan. Perfekt. Da ist er doch. Jetzt ist keine Schriftrolle drin. Wetten? Ah. Ah. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Neck war es, genau. Das Wort habe ich vorhin gesucht. Oh! Wo ist mein Boot? Hier. Jetzt komme ich zurück und er sagt mir, er ist wieder in Schwierigkeiten oder sonst was, hä? Hey, ihm geht's gut. Hey! Ich hab was für dich. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Ja, aber hallo. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Ich traue mir selbst manchmal nicht. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie stehen rumfahren? Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Ich fahre. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Oh, Scheiße! Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Phylakketeil von Alexandria getötet habe. Gennadios. Mist! Gennadios. Muss ich laufen? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Phylakketeil sind eine verschworene Gemeinschaft. Kann ich das fahren? Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Das habe ich gesehen. Komm jetzt. Okay, also Ptolemäus ist anscheinend Kleopatras Bruder. Habe ich es richtig verstanden? Ich habe jetzt überhaupt nicht richtig aufgepasst. Und... In der Villa erfährst du mehr. Okay. Wir hören einfach mal zu. Ptolemäus? Ptolemäus. So irgendwie heißt er. Da kommst du auch, oder? Hallo? Komm. Folge Apollodor. Ach. Die Mensch, Königin genießt doch das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Arya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Aber hallo! Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Yo. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Muss ich das selbst steuern? Das wäre ja lustig. Komm her, du! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden! Ja, ich versichere es dir. Mann, es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge. Sie sind nicht nachfragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opium? Keine macht den Drogen. Sau gut. Wir schlafen mit egal wem. Ja, gut. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. Oh. Das ist Kleopatra. So wie Xantides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? Oh. Meine Königin, das ist er. Nun,
Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Die ist ja da. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Ah, feiert, ja, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ups. Hey! Er hat das gemacht, was ich vorhin machen wollte. Ah, Pajarenta. Das sind Aya. Also, bei ihm. Und Bayek. Ich wollte es bei ihr machen. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. So, Moment. Das ist jetzt Kleopatra. Wir haben Informanten in allen Regionen. Und das dahinter? Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Scarabaeus. Ah. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Mhm. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht, Memphis, in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Ja. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodorus war bekannt als das Nilpferd. Tja, ich hab seine Haut. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Oh mein Sie sind Gott. Alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Was war das? Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Oh, Schissel. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Tja. Du bist jetzt Abfahrt. Unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. Hey, kann ich mal da reingucken? Oh ja. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Oh, schon wieder? Und morgen. War das jetzt das dritte Mal in dieser Folge, ja? Ich hoffe, ihr seid fertig. Hey, und noch ein Level up. Sehr schön. Goldenes Magi-Abzeichen. Stich des Skarabäus. Was? Genau. Oh mein Gott. Wir haben also neue Ziele. Aha,
guck dir mal hier. Jetzt erkennen wir auch diese Maske da. Das sind diese schwarzen Typen vom Morden. Das sind unsere neuen Gegner oder unsere neuen Ziele. Und es wird sich wahrscheinlich immer mehr zur Spitze zuspitzen. Was auch immer. Oh shit. Gut, wir haben jetzt noch ein paar Nebenquests offen, aber das ist so nebenbei, glaube ich. Das ist wahrscheinlich nicht mal wichtig für die Story. Ausrüstungstechnisch haben wir hier was bekommen. Da würde ich aber gerne auf Fernkampf- oder Nahkampfschaden gehen. Da sparen wir noch ein bisschen hin. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Den wollte ich auch noch aufheben und mal gucken, was ich dann hole. Das schauen wir mal. Inventar. Unser Abzeichen. Kleopatra weiß, dass die älteste Pflicht eines Magi darin besteht, dem wahren und gerechten von den Göttern persönlich auserwählten Pharao zu dienen. Und sie glaubt, dass sie die rechtmäßige Pharaonin von Ägypten ist. Wer ihr dient, dient Ägypten. Sie möchte die Magi zurück in den Schoß der Monarchie holen, denn die haben sie über Jahrhunderte ignoriert. Ihr Abzeichen ist eine Lizenz im Auftrag der Götter und Göttinnen von Ägypten zu töten. Es erhebt den Träger über das Gesetz und erlaubt ihm, über alle Sterblichen Recht zu sprechen. Es symbolisiert den Kampf gegen den Orden der Ältesten. Und genau da werden wir jetzt dran anknüpfen. Aber erst das nächste Mal. Wir machen für heute Schluss. Die Folge ist jetzt wieder lang genug. Es hat auch alles geklappt mit der Aufnahme. Jackpot! Bruder, wo treibst du dich rum? Darf ich mein Outro machen, bitte? Danke. So, wir machen dann Schluss. Und ich danke euch fürs Zuschauen, wie immer, vielmals. Und sehe euch dann im nächsten Video.